gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg, die Mächte spielen wieder Krieg. Es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang stimmen alle nun ein auf diesen einen Gesang. Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Die Mächte spielen wieder Krieg, es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang stimmen alle nun ein auf diesen einen Gesang. Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Die Mächte spielen wieder Krieg, es ist ein Traum, der lebt zusammen. Auf dem Weg zum Sonnenaufgang. Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich total, dass so viele Leute heute dem Aufruf zur Friedensfahrradtour in Münster gefolgt sind. Das ist wirklich klasse, ich habe damit nicht gerechnet unter den erschwerten Bedingungen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir stehen hier vor der Manfred-von-Richthofen-Kaserne, die künftig vielleicht der Standort für ein Führungskommando Landstreitkräfte sein soll. Vielleicht, ja, nein. Das Bundesministerium der Verteidigung will sich noch nicht festlegen. Ich habe da kürzlich nachgefragt und das Ministerium hielt sich bedeckt. Der Standort sei, Zitat, zur infrastrukturellen Bedarfsdeckung des Heeres vorgesehen. So, also das Heer hat Bedarf. Ein Führungskommando Landstreitkräfte solle dazu beitragen, die Führungsorganisation des Heeres für die, wie Sie sagen, anspruchsvollste Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung zu verbessern, sowie die Verpflichtungen gegenüber NATO und EU vollumfänglich zu erfüllen. Auf Deutsch heißt das, die Heeresorganisation soll für den Krieg optimiert werden und das wollen wir nicht hinnehmen. Ja. Ja, Sie planen für den nächsten großen Krieg, in dem Landstreitkräfte geführt werden müssen. Es ist ja schon gruselig, dass für solche Planungen gerade diese Kaserne ins Auge gefasst wurde, denn auch der Namensgeber steht für die verhängnisvolle Tradition des deutschen Militarismus. Wer war Manfred von Richthofen? Er war ein deutscher Offizier und Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, trat schon mit 11 Jahren in ein Kadettenkorps ein. Als roter Baron wurde er zur Legende. Er soll in diesem Krieg mehr als 80 Luftkämpfe gewonnen haben, bis er am 21. April 1918 über Frankreich abgeschossen wurde und starb. Die Hitlerfaschisten begingen seinen Todestag von 1935 bis 1945 als Ehrentag für die deutsche Luftwaffe. Und die Bundeswehr gab dem Standort den Namen Richthofen-Kaserne. Was war das denn für ein Mann, der da zum Vorbild für Bundeswehrangehörige stilisiert wird? Lassen wir ihn doch selbst zu Wort kommen. Richthofen sagte einmal, man kann sich für alles begeistern. Eine Zeit lang war ich begeistert vom Bombenwerfen. Es bereitete mir ein ungeheures Vergnügen, diese Kerle von oben zu bombardieren. Und er sagte auch, es ist schade, dass in meiner Trophäensammlung kein einziger Russe zu finden ist. Und heute hat das deutsche Militär wieder die Russen im Visier. Die Bundeswehr ist seit 2017 mit 500 SoldatInnen als Teil der Enhanced Forward Presence im Baltikum und führt die NATO Battle Group in Litauen. Die militärisch-politischen Eliten nennen das die Sicherung der Ostflanke der NATO. Ich nenne das eine Provokation gegen Russland, die wissentlich eine militärische Auseinandersetzung in Kauf nimmt. Die sichern dort gar nichts. Sie sind eine Bedrohung. Sie gefährden den Frieden Tag für Tag. Und wir wollen eine andere Politik, eine Politik der Verständigung, der Entspannung. Denn nur so können wir die Zukunft unserer Kinder und Enkel sichern. Im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe der NATO üben Bundeswehrpiloten in Deutschland täglich den Atomkrieg. Jedes Jahr wird das auch im Rahmen der Atomkriegsübung Steadfast nun aufs Neue trainiert. Wir stehen für den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag der UNO. Deutschland braucht keine neuen Atombomber, sondern eine atomwaffenfreie Zone und neue Anstrengungen für eine atomwaffenfreie Welt. Dann wälzt sich seit 2014 alle 9 Monate ein US-amerikanischer Militäraufmarsch namens Atlantic Resolve durch Westeuropa bis an die Ostflanke der NATO,
mit mehr als 5000 Soldaten, fast 500 Kettenfahrzeugen und bis zu 100 Transport- und Kampfhubschraubern. Auch hier ist die Bundeswehr direkt beteiligt, stellt über den Host Nation Support Infrastruktur und Transportbeteiligung zur Verfügung. Die Deutsche Bahn ist Vertragspartner für den Schienentransport der US-Panzer und Haubitzen. Die Nordseehäfen sind die Landestellen für das US-Militärgerät und zivile Flughäfen wie der in Dresden dienen als Tank- und Rastanlagen für die US-Hubschrauber auf ihrem Weg gen Osten. Und während dieser 9 Monate trainieren die US-Truppen mit den Armeen fast aller europäischer Länder in bis zu 20 Manövern den Krieg. Wir sind mittendrin. Europa ist zum Mega-Sandkasten für die Kriegsspiele der NATO und der USA geworden. Und aufgrund seiner geografisch zentralen Lage ist Deutschland das Drehkreuz für diese Militäraufmärsche. Seit letztem Jahr gibt es die US-Kriegsübung Defender Europe. Defender Europe 2020 wurde von der Corona-Pandemie zwar gestoppt, aber wir sahen in den ersten Monaten genau, was uns da erwarten würde. Der größte US-Truppenaufmarsch seit dem Ende des Ost-West-Konflikts. In Deutschland rollten Militärtransporte über Straßen und Schienen. Truppenübungsplätze wurden zu Heerlagern für die US-Truppen und ihre Verbündeten, darunter natürlich auch die Bundeswehr. Die US-Generalität versprach ihren Truppen, dass jubelnde Menschen am Rande der Transporte fahnenschwenkend warten würden. Stattdessen waren wir da. Stopp Defender 2020 hatten wir auf unseren Transparenten und Fahnen zu lesen. Die Friedensbewegung hatte den Widerstand mobilisiert, von Duisburg bis Torgau, von Bremerhaven bis Ulm. Und statt bis Juni dauerte das Kriegsmanöver Defender Europe 20 nur bis März. Die US-Soldaten verließen Europa wegen Corona. Aber sie sollen wiederkommen. Es heißt, Defender Europe wird jetzt jährlich stattfinden. In den geraden Jahren im nördlichen und in den ungeraden Jahren im südlichen Bündnisgebiet der NATO. Und seit März übt jetzt die US-Armee mit Defender Europe 2021 den Krieg gegen Russland in Osteuropa. Mit 31.000 Soldatinnen und Soldaten und über 30 Einzelmanövern, diesmal trotz Pandemie. Und wir fordern ganz klar Lockdown für das Militär, nicht nur während der Pandemie. Die Schwerpunktregionen sind dieses Jahr der Westbalkan und der Schwarzmeerraum. 21 NATO-Staaten sind beteiligt, außerdem die Ukraine, Georgien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Moldawien. Die USA und ihre Vasallenstaaten üben die Einkreisung Russlands und damit geben wir uns nicht zufrieden. Auch diesmal ist Deutschland wieder mit dabei. Neben der Unterstützung beim Transit der US-Truppen wird die Bundeswehr mit 430 SoldatInnen in der Kernzeit von Defender 2021 im Mai und Juni in Rumänien und Ungarn an Kriegsmanövern teilnehmen. Die Kosten für die Teilnahme der Bundeswehr werden mit 2,9 Millionen Euro beziffert. Und darin sind die Kosten für die Schäden an der Infrastruktur, an der zivilen Verkehrsinfrastruktur nicht enthalten. In Deutschland sollen auch wieder Truppenübungsplätze für die Teilübungen genutzt werden. Und das Münsterland, das spielt dabei eine zentrale Rolle. Aus dem Army Preposition Stock, dem 2017 neu errichteten Nachschublager der US-Armee in den ehemalig britischen Tower Barracks in Dülmen, werden in den nächsten Wochen Militärmittel, Waffen, Munition und Versorgungsmaterial an die an Defender 2021 beteiligten US-Einheiten geliefert. Am Montag im Rahmen des Ostermarsches im Kreis Coesfeld werden wir deshalb eine Stunde den Eingang dieses US-Militärlagers blockieren und ich lade euch alle ein, daran mit teilzunehmen. Und wenn ihr euch fragt, vor was oder wem soll uns eigentlich diese unfassbare Aufrüstung und die ständigen Militäraufmärsche schützen und ihr findet keine Antwort, dann liegt das daran, dass es tatsächlich nur eine rationale Begründung für all das gibt. Die einzigen, die Profit schlagen aus der Kriegslust und dem explodierenden Aufrüstungsboom, insbesondere der USA und der NATO-Staaten, sind die Rüstungsunternehmen, die auch heute Rekordgewinne einfahren.
Selten war die menschenfeindliche Nutzlosigkeit des Militärs so offensichtlich wie jetzt, wo wir in der Corona-Pandemie rund um den Globus die gleiche Bedrohung, die gleichen Ängste und die gleichen Hoffnungen teilen. Und die Menschen weltweit realisieren, dass alle diese Ressourcen dringend gebraucht werden, um diese Naturkatastrophe und ihre Auswirkungen zu bewältigen. Es wird Zeit, dass wir diese Erfahrung nutzen und dass wir uns verbünden gegen die politischen Sprengköpfe und die Kriegsgewinnler. Hier bei uns und weltweit, die viel zu lange schon und viel zu unbehelligt ihr Geschäft verrichten. Tatsache ist doch, für die Missstände und Bedrohungen, die unsere Existenz wirklich gefährden, die Klimakrise, Armut, Ausbeutung, Hunger, die Pandemie, hat kein Militär dieser Welt eine einzige Lösung parat. Sicherheit für alle Menschen zu schaffen, das ist eine riesige Herausforderung, die nur zivil gelingen kann. Und dabei kann sich die Friedensbewegung auf die Linke verlassen. Denn wir sagen ganz klar, die Waffen nieder, abrüsten statt aufrüsten. Thank you.